Mein Name ist Philipp Ringhofer und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Basics Bergabfahren. Beim Bergabfahren bremse ich 70% mit der Vorderbremse, 30% mit der Hinterbremse. Die 30% mit der Hinterbremse dienen dazu, dass das Motorrad stabil bleibt und Kontakt auch zum Boden haltet. Dann gibt es noch eine dritte Bremse, die Motorbremsung. Die dient dazu, vor den Anbremswellen einen Gang zurückzuschalten, dann verzögert sich das Motorrad schon und dann danach beginnt man gleichmäßig mit dem Bremsen. Wichtig ist noch beim Bremsen, wenn man bergab fährt, genau wo die tiefen Anbremswellen beginnen, nicht hart anfangen zum Bremsen. Entweder vorher schon härter bremsen, nachher etwas die Bremsen öffnen, danach wieder Spannung erhöhen und mehr bremsen. Falls das wirklich passiert, dass man einen Schlag bekommt beim Bergabfahren und das Motorrad kickt seitlich aus, sofort Körperspannung erhöhen und ins Gas gehen, damit sofort das Motorrad wieder stabil bleibt und nach vorne zieht. Tipps, dass man diese Technik noch schneller erlernt: Man probiert einfach bergab stehen mit einer Hand, schön langsam den Hang runterbremsen. Dadurch kann man sich mehr konzentrieren auf die Füße und dass die Hände locker bleiben. Und wirklich probiert Beinschluss, Kniespannung, Druck auf den Fußrasten ausüben.